Hallihallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. So, dann fliegen wir mal los. Wir haben aktuell. Achso, gar keine Route berechnet. Ich habe einfach nämlich nur mal hier einen A-Stern in unserer Nähe gesehen. Dann fliegen wir direkt wohin. Ansonsten haben noch einige Sprünge vor uns, bis wir zur nächsten Sehenswürdigkeit kommen. Und ich glaube, es noch genug zu entdecken. Ich habe die Tage noch ein paar Sprünge gemacht. Ich habe allerdings die Route auf wirtschaftlich, glaube ich, umgestellt. Einfach so ein bisschen mehr hier abzugrasen. Also hier sind halt nicht so viele Sterne. Da läuft wirtschaftlich auch schon mal für 20 Lichtjahre Sprung raus. Und genau, einfach ein bisschen zu scannen. Wir sind momentan bei 134 Millionen. Und der ist alleine, okay. Dann müssen wir mal weiter planen. Ich habe ein paar Wasserwälder noch gescannt und so. Ammoniakwälde waren auch dabei. War ganz ergiebig. Noch 42 Sprünge. 42? Cool. So. Wir schauen mal. Geplant habe ich jetzt eigentlich nichts mehr. Gucken wir mal. Ob wir irgendwas finden, was wir uns angucken können. Irgendwas. Wenn es nur ein paar, keine Ahnung, Wasserwälder sind, die man scannen. Ich glaube, das hier ist die Folge für Donnerstag. Müsste eigentlich. Sprich, eigentlich müsste dann heute schon der Patch rauskommen. Update 7. Und ja. Ui, cool. Guck mal. Oh, das ist doch schon mal was. Auf den Patch bin ich hier schon mal ein bisschen gespannt. Halt auch wegen dem versprochenen Drehen an der Performance-Schraube. Aber nur abwarten. Ich meine, wenn ihr das so guckt, dann wissen das schon wahrscheinlich oder können das selbst ausprobiere. Ich muss noch ein bisschen warten, weil bei mir ist erst Dienstag. bist du? Du bist schon irgendwas. Irgendwas, was eigentlich auf meinem Scanner erscheinen müsste. Hä? What the frick? Das ist doch okay. Das ist doch okay. Stern im Hintergrund, oder? Das ist doch. Moment, das müssen wir investigieren, was das ist. Also erst schon mal hier mal ganz die Latte voll zum Scannen. Nicht vergessen, wir haben hier noch was vor. Ganz, ganz wichtig. Okay. Das sind ein paar Sterne in dem System. Gut. Ja, während ich scanne, kann man schon mal was anderes noch aus dem Weg räumen. Muss noch ein kleines Update verkünden. Dann noch zwei Samstag noch. Habe ich was richtig gehabt mit zwei schlechten Filmen. Ich habe dann das erste Mal Sleepaway Camp 3 geguckt, der gar nicht so gut war. Der 2 hat mir super gefallen. Aber witzigerweise ist der Dreier vom gleichen Team, gleicher Regisseur. Und die haben dann sogar Back on Back gedreht. Also direkt nur, wenn der zweite fertig war, sind so auf die fixe Idee gekommen. Ach cool, wir lassen uns doch gerade noch ein dritter Teil machen. Und da passt irgendwie gar nichts. Der Humor sitzt nicht. Da fangst du da recht schwungvoll an mit Musik von Anvil. Aber irgendwie, er hat zwei, drei schöne Idee bei den Kills, man sieht allerdings nichts, aber das ist allerdings eher ein Problem von der amerikanischen MPAA, heißt die, oder? Die Zensurbehörde. Das ist, naja, das Kontrolldings halt. Die Kuh, dass die Filme nicht so brutal sind, oder in Amerika eher, dass man nicht so viel Brust sieht. Ja, die haben halt einiges rausschneiden gelost. Tut dem Film halt nicht so gut, aber mit den Effekten wäre auch nicht besser. Hakt an verschiedene Ende, Ecke und Öse. Was ein bisschen schade ist. Irgendeiner treibt hier noch Schabernack. Müssen wir mal suchen.
Und dann, oh ja, da habe ich gedacht, komm, guck schon noch einer. So, dann muss gucken uns erstmal das System an, bevor wir hier. Ach komm, jetzt, ja, ja, hat sich erledigt. Huch. 33. Nun könnte man zumindest mal scannen. Ah, guck mal. Das ist das, der AB1. Okay, ich dachte schon. Alles klar. Genau, da habe ich was noch richtig gehabt, weil der erste Film, der war nicht so sonderlich lang. Der ging nur 80 Minuten, paar 80 Minuten, also recht kurz. Habe ich noch mal geguckt. Machine Head, aka in Deutschland heißt er dann, glaube ich, Spring Break Killer. Also bei so einem Namen kann ich ja eigentlich nicht anders als gucken. Aber oh Gott, oh Gott, oh Gott. So drei Mädels wollen halt wahrscheinlich Spring Break oder so, aber eigentlich eher Schulende, weil sie in einer abgelegenen Villa mitten in der Wüste verbringen und dort ist dann halt irgendwie scheinbar ein Typ, der die stalkt und killt. Ja, aber es ist kein Slasher, davor ist er zu harmlos, man sieht nichts. Also selbst von deine Kills in Anfangs, ja okay, das sind Kills, aber absolut unspektakulär, wenn man sie überhaupt sieht. Und für Home Invasion, was es auch teilweise ist, ist es nicht in Invasionig genug und total unspannend. Und ja, der Film, ach, Optik geht eigentlich so vom Bild her, wo es viel zu dunkel ist, aber da hat es an allem gemangelt, an Könne und wahrscheinlich auch an Wille, in jeder Ecke, in jedem Aspekt. Also der war überhaupt nicht gut. Naja, aber wusste ich vorher nicht, jetzt weiß ich's. Also ist insofern ein voller Erfolg. Da weiß ich jetzt nur, dass der nächste Film, den ich mal angucke, der muss dann wieder gut sein, um das wieder auszugleichen. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt gar nichts Neues. Wie so ein Update, das sieht man dann erst. Dauert bei mir noch ein bisschen, bis ich das probieren kann. Eins, okay. Na gut. Moment, jetzt würde mich doch mal interessieren, ob ich hier noch die. Nee, falsch. Habe ich hier noch die Dings drin? Wieso ist das immer ausgewählt? Willst du mich verarschen? Achso, das ist wahrscheinlich zu weit, über 1000 Lichtjahre. Das könnte eventuell sein. Achso, okay. Ja, das wird's erklären. Ja, ja, gut, da geht kein. Da geht logischerweise keine Dings. Stimmt, da hätte ich ja vorher heute mal ein anderes Ziel gesetzt, deshalb ging's. So, aber. Haben wir irgendwo. Wir können doch gerade mal. Haben wir irgendwo B-Stern? Nur so Interesse halber. Oh, guck mal hier. Was ist das hier? 49, da will ich hin. Ziel markieren. Wir müssen mal kurz was umstellen. Kartenmodus. Nein, 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 nein. Machen wir ein bisschen was dazu, damit wir da hinkommen. Da will ich gerne hin. Da müssen wir mal kurz umplanen. Wie viele Sprünge sind das? 5? Willst du mich verarschen? Das sind 49 Lichtjahre. Hä? Der hat beliebt zu scherzen. Achso, jetzt hat er wirtschaftlich. So, jetzt natürlich so. Ich dachte schon. So wird ein Schuh draus. Ach, komm mal doch direkt hin. Achso, ja klar. Ja, ach, ja. Sorry, wir kommen hier über 50 Lichtjahre. Na, ah. Das hätte ich können vorher drauf kommen. Ich vergesse da schon, wie weit er eigentlich das Schiff springen kann. Unglaublich.
Oh, sogar unentdeckt. Das ist ja cool. Gefällt mir. Oh, hier haben wir sogar ein paar Planeten. Ah. Jetzt sind wir mal gespannt. Aber das ist hier schon wieder ein Highlight, so unentdeckter B-Stern. Zumindest in dieser Kante. Oh, auch gar keine Gasriese. Vielleicht haben wir irgendwas Landbares. Waren wir eigentlich schon mal auf einem Planet mit Atmosphäre um einen B-Stern gelandet? Wüsste ich jetzt gar nicht. Ja, nichts mit Atmosphäre. Nö, da will ich auch nicht da landen. Schade. So, lass uns mal gucken. Wir gucken uns gerade auf der Karte noch ein bisschen um. Hm? Ich finde mal noch einer. Guck mal da. 52. Ja. Ja, definitiv. Kartenmodus. Nein. Zuck, zuck. Hallo, Witcher, bitte Route berechnen. Oh, okay, kommen wir auch hin. Super. War es nicht 59? What the frick? Bin ich jetzt total Banner? Ja, ich bin total durch. Alter, okay, gut. Die 9 hat mich dann verwirrt. Ich habe gedacht, das wäre 59 Lichtjahre. Der Dienstag, der Dienstag. Also mit Dienstag habe ich es ja eh. Jawohl, ich muss sagen, heute der Dienstag hat sich bisher besser so entwickelt als der Montag. Der war ja komplett durch. Naja. Okay, hier haben wir aber sonst nichts. Nein, falsche Taste sogar. Hey, ich glaube, heute landet man nirgends. Das wird wahrscheinlich ein Desaster. 3,6 Sonnenmasse. Okay. Und ein F-Stern. So. Haben wir sonst schon irgendwas? Komm, hopp, aller guten Dinge sind drei. Gummut ist doch schon einer. Ja, das passt jetzt aber definitiv nicht. Bin du? F-Stern, okay. So. Ach so, Filter auf diese Route anwenden ist aus. Ach Mist, ich habe gedacht, jetzt kommt man vielleicht beim A-Stern vorbei, aber dass diese Einstellungen so immer wieder zurückgesetzt waren. Ich will das bitte anhand, wenn ich es anschalte, auch sessionübergreifend. Das ging nur vorher auch, oder? Oder bin ich jetzt total verwirrt und es ging mit Horizons nicht? Das war doch so, wenn ich das hingestellt habe, nur die auf meiner, die gefilterte, und dann hat er das doch behalten. Achso, Moment. Wir müssen hier trotzdem noch scannen. Das kann ja nicht angehen, dass man ein unentdecktes System einfach so durchspringe. Weil so viel Wohlstand ist noch nicht ausgebrochen. B-Stern haben wir auch.
Ja, der hat sich wahrscheinlich den Rest nachher gerissen von der Planete. Eieiei. Ist einiges alles auf einem Pulk hier. Okay, mal kurz gucken. Ja. Ja. So, B-Stern. Das ist doch schöner. Naja, ist halt der kleine B-Sterne-Tour geworden. Auch gut. Insofern die unentdeckt sind, habe ich da überhaupt nichts dagegen. Ja, unentdeckt, wunderbar. Okay. Hier ist nur noch ein etwas. Eventuell sogar ein Gasriesen mit einer hohen orbitalen Exzentrizität. Möglich? Nee, eine Höllenwelt vielleicht. Ups. Leider nicht landbar. Hochmetallhaltige Welt. Nee, recht normaler Orbit. 10.000 Lichtsekunden entfernt. Nee, die ist noch nicht mal landbar. Wenn die landbar wäre, das wäre cool. Naja, dann halt nicht. So. Eventuell, lass uns mal kurz hier gucken. Nochmal im realistischen Modus drüber gucken, uns irgendwas vielleicht auffällt. Da müsste ich echt nochmal irgendwie in Richtung Kern, damit ich das nochmal irgendwie nochmal drauf achten kann. OB-Stern wieder. Also zur Not. Und gerade mal markiere. Ich weiß irgendwie so gar nicht mehr, wie die Riesensterne aussehen. Ja, irgendwie rund und wuschig, irgendwie. Aber hier ist irgendwie nichts, was zwischen du. B. Nee. Nein, so wieder. So, planen wir mal die Route dorthin. Moment, 4? Willst du mich verarschen? Willst du mich echt? Es ist hier wirklich so wenig, oder habe ich da wieder. Nee. Der will mich nicht verarschen, hier ist so wenig. Okay, gut, ich habe die Sterne ein bisschen gegrenzt. Naja, egal, dann nimm mal das mit, was wir noch mitkriegen in der Folge. Vielleicht haben wir am Ende F-Stein jetzt irgendwas. Das lohnt sich fast gar nicht mehr. Man schon 20 Minuten.
Okay, zumindest hier haben wir nichts weiter. Jo. Nichts Tolles. Eine extrem ereignisarme Folge irgendwie. Schade, schade. Ach guck mal, zumindest haben wir schon ein Bild versammelt, die zwei Sonne, wo so dicht beieinander standen. Die zwei Sterne. Wenigstens etwas. Oh, hier, das ist schon entdeckt. Wow. Das kommt jetzt unerwartet. Lass uns doch mal gucken, wer hier schon war. Hallo Jesse. Sehr schön. Sehr schön. Ah, der war. Das gibt's doch nicht. Jesse, was hast du denn da gemacht? Du hast schon immer die Planete gescannt. Also. Also das geht ja gar nicht. Der Herr hat nur. Der Herr hat nur die Sonne gescannt. Das muss man wahrscheinlich schon länger her sein, wahrscheinlich vor dem Explorer-Update. Also ja, wo es halt genau, wo sie das hier halt hingeführt haben. Wo ich mich mal beschwere im Forum. Nee, das war ja gar nicht früher so Usus. Da bin ich nur das angeflogen, wurde gemerkt hast, das ist eine Wasserwelt oder sowas. Oder er hört es eilig, kann natürlich auch sein. Naja, aber wir haben auch Fußabdruck vom gefunden. Auch gut. So, dann müssen wir ein bisschen weiter weg. Und so System, da verewige ich mich doch noch gerne. Das mache ich ja noch Detail-Scan. Weil wir eigentlich können wir schon mal. Ja. Falsche Richtung. Da fliege ich auf jeden Fall hin. Da würde ich gerne den Detailscan mitnehmen. Genau, machen wir da den Abschluss. Das müsste ja eigentlich passen. Was ist dann hier los? Da ist ja schon, habe ich jetzt gerade drauf geachtet, ist ja schon Detail gescannt, der erste. Das wäre ja übel. Nee, ist er nicht. Machen wir das. Ganz einfach. Guten Abend, Michael. Schöne Grüße in die Pfalz. Beziehungsweise von der Pfalz zur Pfalz. So, okay. Und genau, dann schließen wir das dann mit dem Detailscan von dem System. Von dem System, von dem Planet. Das ganze System scannen wir nicht. So übertreiben wollen wir es hier jetzt nicht. Aber wenn der gute Jesse schon mal Sterne entdeckt hat, dann kann ich ja ruhig meinen Namen dabei setzen. Vier Sonden, da müsste eigentlich die zwei hier reichen.
Ja, das reicht locker. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, wir haben es für diese Folge. Ist jetzt leider nicht so ereignisreich gewesen, aber das kann ja auch mal vorkommen beim Explorer. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, hoffe ich, beim nächsten Mal. Ich wünsche euch schon mal eine schöne weitere Restwoche. Ihr habt ja nicht mehr so viel. Und bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.